Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zurück zu American Theft 80s. So, wir haben die Bierkästen geholt. Die bringen wir jetzt einmal zu Stacks. Alter, der Auftrag, der hat mich so fertig gemacht. Ich war aber auch zu gierig. Ich wollte zu schnell da rein und konnte es nicht abwarten. Und ich glaube, das war der Fehler, ne? Aber müssen wir die hier hinstellen, oder? Okay, rede mit Stacks, machen wir. Die schlecht, ja, leck mich doch. Mir doch scheißegal. Bin froh, dass wir den Auftrag fertig haben. Oh, nice Musik. So. How you doing? Ja, wie soll's mir schon gehen? Hier hast du dein scheiß Bier. I see everything went according to plan. I knew I could do it. Was, ich wusste, dass ich es schaffen würde? Wieso du? Ich hab's geschafft. Nach gefühlten 1000 Versuchen. So, was? Zimmer 2, ja, leck mich mit Zimmer 2. So, wir müssen immer noch den Auftrag für ihn machen. Hast du jetzt noch ein paar Informationen? Nee, hast du nicht. Gut, das heißt, wir müssen nochmal zur Tanke. Bis 10 Uhr, ach nee, warte mal, vorher muss ich ja nochmal meinen Scheiß verkaufen, ne? So, hallo Jude. Ja, hier, komm, zack. Oh, zack, 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 zack. Cash in the Tash, $1,539. Nice. Oh, shit. Oh, wir müssen uns nochmal umziehen, ne? Warte mal. Deswegen hat er eben so komisch geguckt. So, ganz schnell einmal hier. So, und wir müssen 10 Uhr, glaube ich, ne? War das? 10 Uhr müssen wir dem Fotografen folgen. So, deswegen einmal gleich hier. Muss ich eigentlich tanken? So, wie sind denn die Spritpreise heute? So, ich guck mal hin. Ah ja. Ja, hier lohnt sich doch mal der Tankrabatt. So, einmal beitreten. Dann einmal hier. Nee, halt. So. Und jetzt müssen wir bis... ich mach mal bis 9 Uhr. Ich weiß natürlich nicht, ob... Oder? Ja, komm, wir machen bis 10 Uhr. So, schlafen. So, jetzt müsste doch der Fotograf hier irgendwo sein, ne? Wo ist der Fotograf? Wo ist der Fotograf? Ich habe keine Ahnung. Okay, wir machen es nochmal anders. Wir schlafen mal bis 9 Uhr. 9 Uhr. So. Wo ist der Fotograf? Das war doch an der Tankstelle. Folge dem Fotografen von der Tankstelle. 10 Uhr. Ist die Frage, kommt er gleich? Okay, wir müssen kurz warten. Wir gehen nochmal eben rein hier. Ich weiß ja nicht, ob er drin ist. Entschuldigen Sie bitte. Haben Sie auch Erwachsenenwindeln? Nein? Okay, danke. Tschüss. So, wo ist der Fotograf? Okay, ist aber noch keine 10 Uhr. Alter, hier sieht's aber mal aus. Ist das der Fotograf? Ah, ach, der geht zu Fuß. Okay, ich dachte, der fährt mit dem Auto. Wir folgen ihm mal. Jetzt sag nicht, der wohnt gleich da drüben. Wohnzimmer. Oh, ich hoffe natürlich, dass er gleich da drüben wohnt, ne? Sieht so aus. Ja. Ja, okay. Stehle die Filmrolle. Alles klar, machen wir. So, er geht in sein Wohnzimmer. Die Frage ist natürlich, warte mal. Ist das das? Hier steht aber nichts. Hier steht nichts von Filmrolle. Gut. So, ich gehe erstmal einmal ums Haus und guck mal.
wo wir eventuell reinkommen. So, können wir das Fenster? Hier kommen wir nicht durchs Fenster. Hier könnten wir durchs Fenster. So, er guckt Fernsehen, so wie es aussieht, ne? So, also er ist auf jeden Fall jetzt erstmal eine ganze Weile im Wohnzimmer. Das heißt, ich würde einmal hier hinten durchs Fenster gehen. Ich weiß natürlich nicht, ob er das hört. So, Brechstange. Na, komm. Oh shit, er hört uns. Oh, warte. Oh. Da sind zwei Leute drin, ne? Angela. Oh shit. So, ist wieder alles ruhig, ne? Okay, Daniel setzt sich wieder hin. Wie funktioniert das mit dieser Brechstange? Ich verstehe es nicht. Ah, jetzt. Gut. So. Okay, er bleibt noch im Wohnzimmer und die andere ist auf der Veranda. Gut. Weil ich natürlich immer noch nicht weiß, wo überhaupt der Film ist. So, schön Radiowecker, können wir den mitnehmen? Ja. Alright, so, was haben wir hier noch Schönes? Alte Turnschuhe, jawohl. Und Walkman und das war's, ne? So, wie lange bleibt der denn jetzt noch da? Warte mal, haben wir nicht hier irgendwelche Informationen? Angela? Aber er wird doch gar nicht angezeigt, ne? Wieso wird er gar nicht angezeigt? Ich habe keine Ahnung, wo er als nächstes hingeht. Das ist schlecht. Das ist schon mal ganz schlecht. So, warte mal. Müssen wir eben gucken, wie sein Muster ist. Was er da macht. Jetzt steht er da. Oh, Run-Man-Spieler, teuer. Sehr gut. So, ich muss es riskieren. Ah, okay. So, hier haben wir auf jeden Fall schon mal was Teures. Hier können wir uns auch im Schrank verstecken. Das ist schon mal sehr gut. So. Aber hier wird wahrscheinlich der Film nicht sein, ne? Ne. Warte mal, hier Zahncreme noch mitnehmen? Ne. So, und was haben wir hier noch? Mikrowelle teuer. Die müssen wir aber rausschleppen, ne? Frage ist, wo ist der Film? Ist noch ein Obergeschoss? Ich habe nicht drauf geachtet. So, da ist er. Und ich hoffe, sie ist noch draußen, ne? Ah, da ist die Filmrolle. Sehr nice. Okay, so, hier noch Geld. So, die Mikrowelle. Oh, warte mal. Warte. Okay. Einmal Fenster auf und Mikrowelle raus. So, einmal schwubbeliwupp. Ups. So, was haben wir hier noch Schönes? Nicht. Nicht. Taschenrechner. Und was haben wir hier noch? Nicht. So, hier. Natürlich wieder Cookies.
So, einmal hier, hier, hier. Oh ja. $20. So. Oh. 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 Das lohnt sich ja echt voll, ne? So, hier können wir nicht auf. Okay, hier ist voll. Ich glaube, wir haben genug, ne? Das hat sich hier richtig gelohnt. So. Einmal raus. Oh shit. Oh shit. Du hast nichts gesehen. Nein, 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 nein. So, wo ist denn unser Auto? Warte mal. Ich mach das mal hier rüber. So, ich würde mal. Ich lasse das mal hier fallen. Und wir holen unser Auto. Okay, wir holen einmal unser Auto. So. Haben wir ein neues Level up? Nee, ne? Ja, perfekte Tarnung. Das ist auf jeden Fall schon mal gut. So, einmal. So, und. So, Entschuldigung, Entschuldigung, so. So, Klappe auf. Und. Einmal rein damit. Jawohl. Klappe zu. Sehr schön. So. Und dann einmal ab zur 66 Bar. Bin gespannt, was die Mikrowelle bringt. Und das steht teuer. So. So, zeig mal her. Brechstange reparieren wir mal. So, Wecker. Alte Schuh, $3, Alter. Das lohnt sich ja gar nicht mitzunehmen, ne? Ich glaube, Turnschuhe und Pfannen und so nehme ich gar nicht mehr mit. Das lohnt sich überhaupt nicht. So, Mikrowelle, $133. Oh, ei. Ne, ich glaube, Treter und so nehme ich nicht mehr mit. So, dann gehen wir mal zu Kowalski. 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 Ich habe deinen Film. Tja. Es ist der Film. Ich sollte wohl besser bezahlen. Ja, her damit. Sehr schön. So, dann müssen wir einmal zum Hotel. Wahrscheinlich kriegen wir wieder einen Anruf, ne? Wir müssen gucken, wo waren das? Das war hier, glaube ich, ne? Ja, genau hier. Alles klar. So. Schwubbeliwupp. Und einmal zum Hotel. So, Parkplatz ist immer noch leer. Ups. So. So, wir gucken nochmal eben bei unserem Kumpel rein. Moin. Na, du hast ja wieder viel zu tun, ne? Alles in Ordnung, Kumpel, ja. Und bei dir? Ne? Immer stundenweise vermieten die Zimmer, ne? So. Gut. Dann nehmen wir mal den Anruf an. That sheriff's on the hunt for you. I've decided you need to do a little intervention. They've got a file on you. They've got your prints. I've got a plan, though. Check those documents I've left in your room. Bist du einfach so in mein Zimmer rein? Kann er wohl nicht angehen. Einfach in fremde Zimmer reinsteigen. Wer macht denn sowas? Geht ja wohl gar nicht. So, kaufe ein paar Flaschen an der Tankstelle. Okay. So, ich kann mal eben speichern, ne? Komm, ich speichere mal eben. Kann ich hier nicht speichern? Okay, nee, kann ich anscheinend nicht. Ich dachte, ich kann hier auch speichern. So, aber hier kann ich speichern, ne? So,
Einmal vorsichtshalber. Man weiß ja nicht. So, Spiel speichern. Und einmal zur Tankstelle. Papierchen kaufen. So. Entschuldigung. So. Einmal ups. Entschuldigung. Aber ihr habt doch selbst Schuld bei den Benzinpreisen. Okay. So, wie viele Flaschen? 6 Flaschen. So. Moin. Hast du verkaufen. Trockenfleisch erhöht die maximale Ausdauer auf 130%. Das $33. Leck mich doch am Arsch. So. Guck mal hier, 120%. $7. 130%. Ihr seid doch nicht ganz dicht. So. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dankeschön. Beende den Überfall auf die Polizeistation, ja. Das klingt doch mal nach einem super Plan. Das klingt nach einem super Plan. Ah, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wo habe ich mich hier bloß reinbegeben? So, Polizeistation, wo waren die? Wo waren die? Da war die. Okay, rechts rum. Ups. So, Polizeistation überfallen. Easy going. Alright. So, und ist es klug, da direkt vorne zu parken? Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Ja, Stoppschilder sind sowieso für den Arsch. Hier ist sonst kein Parkplatz, ne? Nee. Achso, wir müssen sowieso... Alles klar, ich verstehe. So, wir parken mal hier, ne? So, 22 Uhr müssen wir. Warte mal, aber... Ich scheine noch nicht richtig zu stehen, ne? Oder? Oder muss es erst 22 Uhr sein? Ne, ich wollte nicht aussteigen. Ach so, wir können ja hier nicht schlafen. Natürlich nicht. Wir sind ja 1,5 Meter vom Parkplatz entfernt. Können wir natürlich nicht schlafen. Ist klar. So, bleib doch mal stehen. So. Schlafen. Erfordert parken. Ich park hier doch. Hier, guck, Parkplatz. Stehe ich nicht richtig? Ich kann hier nicht schlafen, Alter. Leck mich doch an die Füße. So. Wo ist denn hier? Achso, da ist Parkplatz, ne? Oh, warte. Das zählt als Parkplatz, alles klar. So. Schlafen. 22 Uhr. So. Komm, wir nehmen den Luftweg. So, hat keiner mitbekommen. So, F, aktueller Raub. Wieso kann ich den jetzt nicht binden? Achso, Tarnkleidung, alles klar. So, warte mal, bevor die Zeit wieder rum ist. Tarnkleidung. So, und... Erforderliche Werkzeuge. Achso, Hammer. Ah, meine Güte. So, if I had a hammer. So, darf ich jetzt bitte? Danke. So. Schalte den Strom ab. Lenke den Polizisten mit einer Flasche ab und geh. Und geh. Und geh wo? Nimm dir die Akten, geh zum Treffpunkt. Gut. So. Ich lasse das Auto jetzt einfach stehen, ist mir egal. So, ich würde mal ein bisschen vom Licht weg. Hier sind aber keine Cops draußen zum Glück, ne? Gut, so, wahrscheinlich brauchen wir hier einen Hammer, ne? Ja, Hammer.
Hammer, Hammer. So, einmal, zweimal, dreimal und kabum. Alright. So, einmal ein bisschen in die Ducke. Welchen Polizisten? Ist da einmal ein Polizist? Brauchbare Gegenstände. Einige Gegenstände und wie Flaschen oder eine Kamera können über ein Schnellauswahlmenü verwendet werden. Drücke R, um einen Gegenstand auszuwählen. Ah, okay. Das ist tatsächlich mal ein nützlicher Tipp, ne? Ja, alles klar. Ah, alles klar. So, ich nehme erstmal noch nicht in die Hand. Erstmal muss ich erstmal gucken. Ist hier irgendwo ein Polizist? Bis jetzt zumindest noch nicht. So. Warte, ich muss wahrscheinlich auch den Hammer nehmen. Jawohl. Ruf da. Ruf da. Kabums und. Jawohl. Oh. Oh. Oh, der hat uns nicht gehört. Das wundert mich ja gerade. Oh. Warte mal. Bierflasche. Nee, ah, halt, shit. Dreht sie nicht um, ne? Der hört das aber, geht da nicht hin. Okay, das klappt ja super. Okay, ich glaube, ich müsste ihn mal in die andere Richtung locken. So, dann machen wir das mal so. Ich scanne ihn nochmal eben. So, ganz schnell, ganz schnell, ganz schnell, ganz schnell. Ich hoffe, das reicht. Sieht er mich jetzt, wenn ich hier reingehe? Glaube nicht, ne? Oh oh. Na geh. So. Gut, soweit so gut. Nimm dir die Akten. Okay, da hinten sind die Akten. Nimm aber natürlich nochmal den Kopfhörer mit. Oh shit, da ist auch noch ein Kopf. Okay, den müssen wir auch irgendwie ablenken. Wie viel Flaschen habe ich noch? Warte mal. Wie viele Flaschen habe ich denn noch? Zwei noch. Oh Gott, ich muss sparsam sein damit. So, einmal hier links. Oh, ja. So, $24, sehr nett. So, wir wollen mal eben kurz warten, bis er wieder zurückgeht. Kann ich hier die Schublade nehmen, ne? Oh, Schublade. So, einmal eben schnell hier. Hier ist noch ein Kassettenrekorder, ne? So, den nehmen wir mit und... Schnell, 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 schnell. Okay. So, hier nochmal.
Okay, jetzt müssen wir kurz warten, bis er gleich wieder zurückgeht. Ich glaube, ablenken brauchen wir ihn gar nicht, ne? So. Ups. Shit. So, Money. Die Ecken. So, ihn muss ich aber noch irgendwie ablenken, ne? Frage ist, ja, durchs Fenster komme ich. Okay. Das heißt, noch einmal hier. Hallo? Hä? Wieso kann ich jetzt Bierflasche nicht auswählen? Hä? Ja. Hä? Wieso kann ich jetzt die Bierflasche nicht auswählen? So. Aber... Ah, doch, jetzt. Alles klar. So. Das ist... Oh, das ist schwierig. So, einmal hier. So. Sehr nice. So. Oh. Eise. So. Vielen Dank. Es war mir eine Ehre. Tschüss. Schöne Nachtschicht noch. So. Dann einmal zum Treffpunkt. Schwuppdiwupp. Und... Okay. So, rede mit Stax. Alles klar. Hab ich... Immer noch 2 Punkte, ne? Wir brauchen 3. Wir bräuchten 3. Namita erkennt 7 Meter. Werkzeug... Nee, das brauche ich wirklich nicht, ne? Erkenne den Preis von 20% der Gegenstände. Das wäre noch ganz nice, ne? Oder weniger Ausdauer. So, bisher haben wir 10, 15, 20. Eigentlich lohnt sich das am meisten, ne? Aber ich will auch mal hier ein bisschen mehr Ausdauer. Komm. Beim Sprint. Wobei, nur, wieso denn nur beim Sprint? Wieso nicht beim Crouchen? Ne, ich spare nochmal. Ich spare nochmal und... Und warte lieber nochmal, bis wir den Rucksack nochmal weiter aufleveln können. So, einmal hier links. Okay, so. So, hier einmal rein. Mit unserem guten Dude Stax reden. So. Ich verstehe es einfach nicht mit diesen Heizungen runterdrehen. Aber ich zahle mal, weil wir haben es. Wir haben es. Wir können es uns leisten. So, ich brauche Informationen. Hast du natürlich nicht. So, was mit dir? Oh, wir haben einen neuen Nebenauftrag, ne? Nimm mich nicht Joel. Stax nennt mich Joel. Aber ich bin Schlangenfaust. Und ich bin nach diesem Auftritt völlig fertig. Kumpel, hol mir eine Flasche Jack Walker, damit ich nicht aufstehen muss. Alter. Ich nehme die mal an, ne? So, kriege ich denn hier Jack Walker? Wir haben keinen Jack Walker mehr. Aber mein Ex-Mann hat immer ein paar Flaschen im Haus. 7 oder 6, um genau zu sein. Okay, danke. How you doing? Ach, Gottchen, Junge. I'm all good, man. But you gotta hustle. You go meet a fella I like to call the merchant. You steal shit and sell it to him. He's got real money.
If you bring him what he needs. Oh, zum Glück haben wir unsere Sachen noch nicht verkauft. Vielleicht kann ich die ja da verkaufen. Okay, rede mit dem Kaufmann. Oh. Okay, wir haben wieder zwei neue Aufträge. Das heißt, ich würde mal meine Sachen nicht verkaufen. In der Hoffnung, dass ich die dem Kaufmann verkaufen kann. So. Fragwürdige Angelegenheiten. Warte mal, was ist denn jetzt? Rede mit dem Kaufmann. Hier direkt? Ah, das ist Heinrich wahrscheinlich, ne? Das ist wahrscheinlich Heinrich. Stimmt, Heinrich von Kaufmann, natürlich. So. Stack schickt mich. Er meinte, Sie könnten mir sagen, was Sie brauchen. Okay, bring mir die Sachen von der Liste. Ich bezahle dich. Ganz einfach. Okay. Was willst du denn kaufen? Liefern? Liefern? Liefern. Okay. Und jetzt? Einige Charaktere musst du beweisen, dass du vertrauenswürdig und geschickt bist. Erledige Nebenjobs und Aufträge, um... Ja, mach ich doch. Hat das denn jetzt gezählt? Geliefert, geliefert. Ah, das heißt, das alles will er hier, oder wie? Okay. Guck mal, hier kriegen wir 160 für einen kleinen Fernseher. Okay, das heißt, bevor wir immer bei dem anderen Typen kaufen, verkaufen, sollten wir erstmal bei Heinrich verkaufen. So, das heißt, den Rest können wir aber hier verstecken, ne? So, hast du nochmal hier, hier und hier. Alter, 1966. Es läuft, es läuft, es läuft. So, Aufträge. Die Lieferung einer Reihe von Gegenständen an dunkle Charaktere ist eine gute Möglichkeit, um Geld und Reputation zu verdienen. Ich hab's gemerkt. Ich hab's gemerkt. Gut. Ich würde mal sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Macht's gut. Tschüss.